Diese Schüler und Schülerinnen warten nicht auf Sportler und Sportlerinnen, die während eines Wettkampfs hier vorbeikommen sollen, sondern auf Panzer. Doch glücklicherweise werden diese Soldaten nicht auf ihrem Weg in einen Krieg verabschiedet. Dieser Aufzug von Panzern und anderen Militärfahrzeugen gehörte zu Manövern, die Taiwans Militär eine Woche lang durchführte, um seine Gefechtsbereitschaft zu demonstrieren und zu verbessern. So dachten die Verantwortlichen verschiedener Schulen wie der Wannong-Grundschule aus dem südtaiwanischen Pingdong und der Yuemei-Grundschule aus dem zentraltaiwanischen Yunnan, dass es eine gute Idee sei, die Schüler an der Straße zu verteilen, um den Soldaten zuzujubeln.